Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, Hamburg, und da sage ich nichts Neues, und die Hamburger Wirtschaft leiden unter der Wirtschaftskrise. Einer Wirtschaftskrise, für die der Senat, das gestehe ich zu, da sind, glaube ich, wir alle einer Auffassung, kaum verantwortlich ist. Aber der Senat ist dafür verantwortlich, aus dieser Krise die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Im Hamburger Hafen haben wir einen historischen Einbruch im Containerumschlag. Die Betriebe machen Verluste und müssen in weiten Teilen kurzarbeiten. Eines steht aber auch jetzt noch in der Krise fest: Der Welthandel wird wieder anziehen und die Verkehre werden auch im Hamburger Hafen wieder steigen. Die Frage ist, ob Hamburg dann auch wieder wie in der Vergangenheit davon so stark profitieren wird. Und damit das klappt, müssen wir jetzt in der Krise in den Hafen, in die Infrastruktur investieren. Das aber genau ist das Problem, und das tut der Senat nicht. Und Schwarz und Grün, auch hier im Parlament, blockieren sich eben auch in der Hafenpolitik. Das ist zum Schaden unserer Stadt und damit auch zum Schaden der Menschen und der Arbeitsplätze. Ich will ein Beispiel für diese schwarz-grüne Blockade nennen. Mit dem neuen Bundesnaturschutzgesetz ist das bisherige, ich nenne es mal Hafenprivileg, nicht mehr zu halten. Es gibt aber bis zum Ende Februar die Möglichkeit, es durch eine eigene neue Hamburger Regelung zu retten. Bis heute liegt kein Gesetzentwurf des Senates für eine solche Rettung des Hafenprivilegs vor. In den Behörden ist, das ist öffentlich, das Problem mehr als bekannt und auch der Zeitdruck. Herr Gudaschko will offensichtlich, Herr Maas blockiert. Und wir haben einen Wirtschaftssenator, der sich entweder nicht durchsetzen kann oder nicht will. Und was noch schlimmer ist, einen Bürgermeister, der offensichtlich auch sich lieber raushält, als Entscheidungen zu treffen. Und dann tut sich dieser Wirtschaftssenator auch noch allen Ernstes im Wesentlichen dadurch hervor, dass er mit Sätzen wie, ich zitiere, der Hamburger Hafen ist zu teuer, den Hafen leer redet. So ein Wirtschaftssenator liefert Rotterdam, liefert Amsterdam bzw. Antwerpen die Werbung frei Haus. Und ich glaube, weder der Hamburger Hafen noch wir Hamburger können uns einen solchen Wirtschaftssenator leisten. Das ist nicht die Aufgabe des Wirtschaftssenators. Genau das Gegenteil von dem, was Sie tun, ist Ihre Aufgabe, Herr Gudaschko. Der Bürgermeister sprach ja vor dem CDU-Wirtschaftsrat von Führungsstärke, von Gemeinwohl und auch der Gefahr von Partikularinteressen. Kann ich nur sagen, dann mal los. Ich hoffe, der Bürgermeister zeigt Führung, er nutzt seine Richtlinienkompetenz und Sie werden uns ein Gesetz zur Sicherung des Hafenprivilegs in Kürze vorlegen. Sonst werden wir es nämlich zur nächsten Sitzung tun und ich bin mal gespannt, wie die Abstimmung dann hier im Hause verlaufen wird. Das wird sich eine spannende Debatte zwischen den Koalitionspartnern. Ein weiteres Dauerärgernis ist die Verschleppung der Elbvertiefung. Der Zeitplan ist da immer noch nicht klar. In Hamburg werden ganz andere Termine genannt als in Bonn oder in Berlin. Und das Problem dabei, das ist bekannt, ist das Land Niedersachsen. Dabei spielt die Finanzierung der Deichsicherheit dort eine zentrale Rolle. Wobei auch deutlich gesagt werden muss, das muss man regeln. Hamburg hat auf der einen Seite 10 Millionen Euro in die Hand genommen für das Ausbaggern von Yachthäfen. Ich glaube, diese Mittel wären vielleicht besser investiert gewesen in die Deichsicherheit. Dann hätten wir vielleicht schon längst die Zustimmung aus Niedersachsen erhalten. Auch hier gilt es, der Bürgermeister muss sich dieses Themas annehmen. Und wir brauchen dabei die Entscheidung, auch das Gespräch, da muss man auch nach Hannover fahren, um das Gespräch mit dem Ministerpräsidenten dort zu suchen. Denn ohne die dringend notwendige Elbvertiefung, das mag vielleicht hart klingen, können wir den Hafen auf lange Sicht gesehen zumachen. Was wir aber brauchen, ist freie Fahrt für Wachstum, insbesondere im Hamburger Hafen. Und wir können uns in der Frage der Zukunft des Hamburger Hafens weder das schwarz-grüne Gezänk leisten, noch niedersächsisches Provinztheater, wenn es um Wahlkreisinteressen geht. Wir brauchen das Hafenprivileg, wir brauchen die Elbvertiefung. Ich weiß, wie einfach ich den Zuspruch der Kolleginnen und Kollegen der CDU bekommen kann. Wir brauchen die Elbvertiefung und wir brauchen auch, und wenn Sie gerade schon so heiter dabei sind, das klare politische Bekenntnis zum Hamburger Hafen. Wir brauchen keine theoretischen Diskussionen über Kooperation im Norden. Wir brauchen kein Lamento über politische Führung, Gemeinwohl und Partikularinteressen. Und wenn ich mir den Hamburger Hafen anschaue und das, was Schwarz-Grün dort anrichtet, zitiere ich den Bürgermeister aus seiner Rede, Zitat, früher hätte man gesagt, die haben doch ein Rad ab. Das gilt für die Senatspolitik im Hafen allemal. Politik,
Politik besteht eben nicht darin, erfolgreich Konflikte dadurch zu vermeiden, dass man nichts tut. Politik, gute Politik besteht darin, den notwendigen Streit zu suchen, dass man diskutiert, dass man nach den besten Lösungen ringt, dass am Ende aber auch eine Entscheidung getroffen wird und dass Themen nicht ausgesessen werden. Und unsere Sorge ist, dass im Zusammenhang mit dem Hamburger Hafen Schwarz-Grün sich auf Aufsitzen geeinigt hat. Und das ist der falsche Weg. Das ist nicht die Zukunft. Das ist nicht die Führung, die wir in Hamburg brauchen. Vielen Dank.